für die zweijährigen Pferde. Und das ist gestartet an der 1400-Meter-Marke. Ja, und Mangut hatte direkt einen fliegenden Start. Übernimmt das Kommando Mangut mit Prinz Percival an der Innenseite. Dahinter sehen wir auch sofort No Limit Credit mit der Gruppe, mit Nordubawi, mit Palimero. Dann der äußere Flügel mit Arcatino, mit Classic Mind. Noch weiter außen ist auch Sound Machine um eine gute Lage bemüht. Dann die Gruppe mit Zavaro, der klebt erstmal in dritter Spur an der Seite von Angel Face. Dann Soul Train noch weiter innen, versucht Big Beat ein wenig die Position zu verbessern. Dahinter dann Sovereign State, noch weiter zurück im Feld ist aktuell Zarena auszumachen. Und Hamaron findet hier aktuell überhaupt nicht in die Partie. So geht es durch den Bogen mittlerweile hindurch. Natürlich in rasanter Fahrt. Prinz Percival zeigt den Weg vom Mangut. Dahinter dann No Limit Credit. An der Innenseite Nordubawi vor Palimero. Dann sehen wir außen Sound Machine. Big Beat hat Boden gut gemacht und der Rest hat einen meilenweiten Weg bis nach vorne. Es geht in den Einlauf hinein. Von Zavaro ist heute leider überhaupt nicht zu sehen. Mit Beginn der Zielgeraden Prinz Percival. Mangut an der Außenseite. Jetzt No Limit Credit hat sich die Außenrails gesichert. Kann das gehen hier für den Karlshoferin? No Limit Credit an der Außenseite. Geht nach vorne. Das kann gehen. Außen No Limit Credit. No Limit Credit vor Prinz Percival. Die lässt sie alle stehen. Das kann gehen. Und das geht überlegen hier. No Limit Credit für das Gestüt Karlshof, für Andy Suboric und für Clément Lecoeuvre. In beeindruckender, in fantastischer Manier gewinnt No Limit Credit gegen Soul Train. Der läuft ein sensationelles Rennen vor Prinz Percival, vor Sovereign State, ebenfalls hervorragend gelaufen. Dann Mangut, dann Angel Face, Palimero, Nordubawi, dann Big Beat und so weiter und so fort.